Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Urago und diese Therapie hier ist gossenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands The Pre-Sequel und machen ja gerade ein bisschen auf Chaos verbreiten. Laden ganz unsere Waffen durch als solches und gucken mal, was wir da anstellen können. Und müssen hier nochmal ein bisschen langsam mehr Bums bekommen. So. Auf Ölfässer soll ich erschießen. Dazu müssen wir mal sehen, wo Ölfässer sind. Oder machen wir davon ein paar Freunde? Da gucken wir mal, wo die hingehen. Hier kommt der Schmerz! So. Okay, hier kommt einfach rein mit der Kacke, ja, das ist Kacke. Da hat eine Granate zum Spielen, ja, mein Freund. Genau. Da war der Badass, den wir ja schon super vorgegrillt haben. So, einmal weg. Zappeln, der Sergeant hat es ja erledigt. Okay, wo sind wir? An dir! Oder welche Ölfässer meint er denn? Ach, die Ölfässer. Die Frage, wie kommen wir da hin? Ah ja, hier lang. So, immer ein Aufmachen, ja, Munition mitnehmen. Aber ja, ein bisschen was verbraucht, oder sind die verkehrt, wenn wir das mitnehmen? Okay, willkommen in den Zugangstunnels. Ich musste sie vor einer Weile schließen wegen so einer Virusinfektion. Dir sollte aber nichts passieren. Nur bitte nicht, Einatmen. Ah ja. Erledigt im Platzigreich hier. Schön, dass er das meint, ja. Gehen wir noch einen Keks hier. Okay. Schön, dass du meinst, der Mond gehört euch. Aber er war bist du gleich Eissalat. Oh. Oh shit. Super das Ding. Schön, dass du Sichtkontakt hast. Der wird ja gleich vergehen. So, ist erledigt. Von den. Meint er, das ist witzig oder was? Okay. Das ist witzig. Ah. So, weg damit. Feuerleitlösung für die Kammerjäger. Okay. Auch erledigt. Ölfässer, auf die soll man ja schießen. Sieh nur, wie schmutzig das ist. Ja. Es verteilt sich überall. Schrecklich. Unordnung entdeckt. Na, guck, wo der Wartungsbord bleibt. In einer anderen Situation würde ich dafür deine Familie töten. Du bist lustig. Du bist jetzt meine. Ah, bitte, flinkes Freundchen. Der hätte ich nicht gedacht, dass du so schnell bist. Bring mir die Bots sofort zurück. Oder es gibt einen Ammoniak-Einlauf, du Keimbeutel. Kein Problem, Arschloch. Alles klar. Keine schmutzigen Wörter. Sonst gibt's eine Mundspülung mit Batteriesäure. Nichts ist schlimmer als, ich würde sagen, Bots mit, Reinigungsbots mit einem Putzfimmel. Dann gehen wir zurück hier. Ja, nur trotzdem ein ganzes Stückchen laufen. Wobei ich das ja schon ganz cool finde, die ganzen Vitrinen, da ganz Zeug da drin, weil man ja alles schon mal gesehen hat und gegen die gekämpft hat und so, da macht das, ist das Ganze extrem authentisch. Und man hat die Dinger ja persönlich hassen gelernt, wenn sie auf einen gekommen sind. So. Hier ist ein Kram. Keine noch so große Dose Desinfektion kann eine Seele reinigen, die von einem Geräusch des Krieges verschmutzt ist. Alles klar. Die Bazillen werden okay. Geläutert durch Feuer und Seife. Keine wird verschont.
Alles Gott. Ein Putzwort mit Religion. Okay. Dann haben wir was eingesammelt und bekommen, und zwar ein Skin oder sowas. Den werden wir gleich mal. Wenn wir so viele benutzen. Einfach um den Platz sicher zu haben. Okay. Schöne Erinnerung. Jupp. Die Frage, wer ist da so und lernen wir den doch kennen, wäre eine interessantere Frage. Ob wir uns mit dem Herrn da persönlich noch rumärgern müssen. So. Hier lang rum. Hyperion war angesagt. Damit kommen wir dann rüber. Und zwar hier. Und fertig. Und dann irgendwie diese Richtung. Ah ne, hier mal ein Pult, damit sollen wir die Dinge auch wieder offen öffnen. Diese Tunnels hätten ein Hochgeschwindigkeits-Shuttle-System beherbergt sollen, aber der Bau wurde eingestellt. Trotzdem führen sie direkt zum Auge. Verfeind auf Heal, direkt zum Auge, hat er ja gesagt. So, Update. Dieser Sektor der Station wurde vor einigen Monaten mit irgendwas infiziert. Er wurde vom Rest der Helios abgeriegelt. Die Arbeiter sind womöglich ein wenig kannibalistisch geworden. Okay. Mal gucken, wie die Mitarbeiter aussehen. Aber das klingt schon nicht sehr vielversprechend, wenn ich höre kannibalistisch. Okay, mal gucken, wenn wir auf den ersten Mitarbeiter des Monats treffen. Okay. Ah, dann mal die ersten Mitarbeiter mal entzünden. Okay. Infizierter. Okay. Aua. Na, wir gucken nochmal hier. Na, komm schon, einer geht auch noch hier. Ein brauchst du noch. Super. Gefällt mir. So, mal sehen, ob wir hier weiterkommen. Diese Richtung. Okay, noch eine von der Sorte hier. So, ich liebe es. Alles klar, guck mal die Fresse mal von der an. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Also so mutiert sie ja nicht aus. So, diese Richtung weiter. Sie ist gar nicht genau. Okay. Erinnere mich so ein bisschen an. Du hast die Infizierten getroffen. Die anderen Arbeiter nennen sie Pestbeulen. Egal, fiese Kerle fressen gerne Menschen. Bleib auf Abstand. Alle klar, Abstand bleiben. Ich befürchte nur, da unten wird nicht viel sein mit Abstand. Legion kämpft gegen ein paar Pestbeulen. Gut. Bleib aus der Schusslinie. Das ist gut. Aus der Schusslinie bleiben. Das kann ich. Beziehungsweise aus Ärger raushalten. Jo. Okay, mein Freund. Super, der Einzige. Eigentlich immer noch ein. Der lad ruhig nach. Ist ja nicht so, aber Stress sind. Da. Letztes Mal nochmal wiederbelebt. Ja, vielleicht sollte man die Waffentechnik mal hier ändern. Weg von dem hier. Hin zu einer Shotgun. Aber da müssen wir ja mal hier die Marken ändern. Ist auch kacke, dass ihr das mal wieder verstellt. Das nervt ein bisschen. Geh mal eine Shotgun hätte ich gerne gehabt. 510, ja, probieren wir den Freund einfach mal aus. Okay. Okay. Na, komm, ist also praktischer. So. Falsche Gerechtigkeit.
so, mein Freund hier. Doch nicht so super. Alles klar, bist du da dran? So. Alles klar. So. Auch klar. So, haben wir alle roten Punkte hier und auch mit Schießer abgelegt, nicht zerlegt. Nur gehst du mal in die Richtung weiter. Muss ja mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Weil vor lauter Gerenne gedreht und geschießt, wusste ich am Ende keiner mehr, wo wir hin müssen. Also. Lass mal nachladen. Ja, das geht jetzt gleich super schnell. Warning. Warning klingt immer gefährlich. So, kurz hier rein, da kannst du mal sortieren nach Typen. Ja, mit 40, die können wir wegmachen. 176, ja, dieser ist reine Sturm ja gar nicht. Aber so ein Brüller ist ja nicht gerade. So, was haben wir hier? Einen mit Frost, einen noch mit einem Frost. Die weg hier. Weil zwei mit Frost brauchen wir nicht. Oh. Snipers, naja. Schauen wir mal. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Bist du da so sicher, mein Freund? Gucken wir nochmal rein, mein Sniper. Da war einer, die sagte, holen wir die doch mal. Ah, hängen wir die wieder rein. Die anderen, naja, sind so lala. So. Auf das Ding. Willkommen im Wartungsbereich. Er ist noch nicht fertig. Der Zentralkomplex wird von den Dahltruppen gehalten. Das ist aber der einzige Weg zum Auge. Ich markiere dir den Eingang auf der Karte. Schön, dass du das machst. Ich schalte ein paar Arbeiterbots an, die dir helfen. Okay. Folge einfach den Arbeiterbots. Sie führen dich aus dem Rumpf. Leichte Beute. So. Okay. Dann mach ich gar nicht, was du da oben machst. So. Fliegen los Leechen hier. Naja, jetzt ist Lande los Leechen. So, einmal Sauerstoff. Warum Achtung deswegen jetzt? Okay. So blöd der Name ist, so lustig ist es ihn zu brüllen. Jedenfalls bist du anscheinend auf dich selbst gestellt. Ich schlage vor, du fällst dich durch den Rumpf vor. Okay, durch den Rumpf. Der noch nicht fertig ist natürlich. So. Motion eingesammelt. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen irgendwie nach da drüben. Habe ich das Gefühl. Das Problem ist, wie kommen wir da aber günstig hin, ohne runter zu springen? Ich vermute mal hier lang. Warum war da ein Riss eingesetzt? Das war alles super. Okay, ihn hier einschalten. Oh. Einer weniger. No, noch einer weniger. So. Alles klar. So. Unser Super Skill hier eingesetzt. Auch erledigt. Die Frage, ob sie reinspringen, das wirklich eine super geile Idee war. Oder ob ich dann nicht hätte eine bessere Wahl treffen sollen. Okay. Wahrscheinlich doch nicht die cleverste Idee gewesen. Weil wenn ich hier reinkomme.
So, ich weiß gar nicht, ob das so super war hier anstelle. Und du hast eine große Frohung am Kopf. So. Alle klar. Ah, vielleicht lohnt sich der Weg doch hier runter dann doch kräftig, weil er bestimmt eine lila Waffe gibt. Wir haben eine lila Waffe eingesammelt. Dafür hat sich der Weg runter auf alle Fälle gelohnt. Und wie das toll ist, wir hatten sogar Platz, welche so mitzunehmen. Pistole, nee, lass mal. Ja, gibt's. Oder haben wir da welche dabei, die gut Geld bringen hier? 300. Die noch mit. Die sind ja nur mit zum Verhökern. Okay. Ich würde sagen, fast abwärts haben wir noch das Ding hier. Ich bringe das Gesetz. Oh. Entdeckt. So. Kommen wir kontinuierlich nach unten, wobei ich nie weiß, ob wir hier richtig sind. Egal, soll uns nicht mal stören, da machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Evoland 2. Da kannst du daraus rumschreiben, wie du willst. Ich mache eine Abmoderation und zwar damit, dass wir jetzt zu der Endcard kommen. Das ist ja nur Ende, das ist ja eine Endcard. Auf der Endcard habe ich ein Video und Film hier und zwar Let's Create Space Engineer Part 100. Genau, 100 Folgen haben wir da schon. Was wir da bis dahin gebaut haben, das erfahrt ihr nur, wenn ihr euch da anguckt. Let's Create Space Engineer Part 100. Was haben wir sonst noch dabei? Ja, abonnieren, YouTube-Button drücken wäre echt super, wenn ihr dabei seid und ich euch öfter hier treffen würde und sehen würde, würde mich tierisch Spaß machen. Das gleiche gilt für Facebook und Twitter, da mache ich auch gerne mit euch diskutieren und reden. Sonst könnt ihr mir einfach nur einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach unten, wenn nicht, ist auch okay, denn ich bin Mac Burago. Und sagt Servus und Ade.